Guten Morgen, Dustin, Morgen, Carlos. zum Market Roundup. Es ist 14., der 14. Februar 2023, und es liegt eine spannende Woche hinter uns und ich hoffe auch eine spannende Woche vor uns. Und Immer bin noch. gespannt schon, wie du die Zahlen interpretierst, die letzte Woche rausgekommen sind. Die kommen ja noch einige, auch die Woche. Genau, es ist schon wieder Mitte Februar und es ist trotzdem einiges los, wobei die letzte Woche mal geprägt war von mehr Zahlen in Richtung Earnings Season und ein bisschen weniger Zahlen, die sehr makroökonomisch gesteuert waren. Wir hatten zwar Inflationsdaten, aber sonst war doch der Blick diesmal sehr stark in Richtung Inflation, Inflationsdaten. Und wir gucken uns trotzdem heute nochmal an. Ihr seht es hier schon, wie viele Zinsschritte kriegen wir denn noch? Wo geht denn die Reise noch hin? Was wird denn so erwartet? Was machen die Anleihen? Wir gucken uns das im Bild der größeren Indizes einmal an. Wir werfen einen Blick auf die Earnings Season, was so passiert ist und natürlich eine Aktie. Wir gucken uns heute mal mit einem Blick in die Welt des Musikstreamings Spotify an. Ihr wisst es aber, wir starten vorher mit einem kleinen Blick auf die Kurse, was war letzte Woche los? Und wir sehen es, es ist relativ wenig Bewegung gewesen, mal die letzten Wochen, zumindest wenn man die Wochen davor sich mal angeguckt hat, wo wir ja doch extrem viele Schwankungen hatten, ein sehr positives Aufwärtsmomentum hatten, insbesondere natürlich im DAX, hier in Europa einen sehr großen Aufschwung hatten, aber auch die US-Indizes, die insbesondere zum Beispiel der Nasdaq 100 jetzt seit Jahresbeginn ziemlich starke Performance geliefert hat. Wenn wir aber auf die letzte Woche blicken, ja, dann sehen wir eher negativere Zahlen und ja, das bestätigt sich gleich auch ein bisschen, wenn wir mal unseren Blick auf die Kurse werfen und ihr wisst es, wir starten einmal mit einem Blick auf den DAX, mit einem kurzen Blick auf den DAX. Und so langsam fällt das Tief hier zum Beginn des Ukraine-Russland-Konfliktes aus dem Bild. Das Bild wird also mal wieder ein bisschen gleiten. Da nichtsdestotrotz sehen wir halt, wie gesagt, diesen positiven Anstieg zum Jahresbeginn und trotzdem dieses Verharren hier auf Ja, diesem ich wollte sagen, hohen ich bin Niveau. kein Pessimist, aber ich habe heute Stimmen gehört, dass alle, also das war die Jahresanfang-Rallye und Jahresendrallye, denn die meisten Ziele sind schon erreicht und man rechnet eher mit so einem Außergewöhnlich Seitwärts. guter Start, Genau, absolut, absolut. außergewöhnlicher guter Start. Woher die Euphorie kommt, wissen wir alle noch nicht so richtig. Heute kommen die ersten Konjunkturzahlen wieder raus, die so ein bisschen auch wieder Genau. bestimmt sind in Amerika, glaube ich, wie die Zinsentscheidung weiter da vollzogen wird. Ja, Genau, und das wenn das stimmt. ist, dann wird es zäh. Für uns gut, wenn es volatil bleibt auf dem Seitwärtsbereich, aber für die Long-Term-Investoren, ja. Für den Long Term sieht es auch am Ende wieder gut aus, aber wenn wir mal so auf die kurzfristige Rückwoche blicken, dann sehen wir halt insbesondere, dass ja wenig Zahlen da waren, die sehr ausschlaggebend waren. Wir hatten die Inflationsdaten hier im DAX, die aber so erwartet waren in Deutschland, ja, wie man ungefähr sie auch eingepreist hat. Dann hat man auf die Earnings-Zahlen geguckt, die wurden tendenziell eher besser aufgenommen und ich glaube, das ist auch diese Euphorie, die aktuell eingepreist ist. Das heißt, man hat mit aktuell deutlich schlechteren Zahlen gerechnet und sieht jetzt eigentlich, dass man noch recht stabil bleibt und das freut die Aktionäre und deswegen gab es diesen Stoß am Anfang, aber jetzt braucht es halt weiter positive Impulse. Wenn es die nicht gibt, dann verharren wir eher oder wenn es halt negative Impulse gibt, dann ist da auch natürlich noch Platz wieder nach unten. Ähnlich ist es in den USA. Auch da sehen wir dieses Momentum, aber es ist halt nicht ganz so stark, wie es in Deutschland oder in Europa generell ausgeprägt ist. Und wir sehen, dass wir hier schon was länger ein bisschen verharren, insbesondere im Dow Jones. Der Nasdaq hatte auch hier einen sehr positiven Jahresstart, auch der S&P 500, aber alle warten jetzt auf die neuesten News und das Neueste, was passiert. Wir sehen immer Einzelwerte, die hoch und runter springen, aber wir sehen halt makroökonomisch nicht große Änderungen. Und das war auch das, was so ein bisschen letzte Woche wieder Thema war. Das heißt, wir haben gesehen, die Zinseinpreisungen sind ungefähr so, wie wir sie erwartet haben und sie sind vielleicht sogar noch ein bisschen einen Schritt mehr. Es gibt jetzt ja immer wieder die Thesen, gibt es ein, zwei Zinsschritte noch? Einige rechnen auch vielleicht schon noch mit einem dritten, zwar immer mit kleinen, alle sagen 0,25% Schritte, aber dann verharrt man auch auf so einem hohen Niveau, bis dann in dem Jahr ungefähr wieder folgend dann auch die niedrigeren Zinsen kommen sollen. Das heißt, da gibt es die ersten Schritte, indem man in den Zinsen dann wieder einen Schritt zurückgeht. Und das ist auch das, was ich damit meine. Für den langfristigen Investor sieht es dann auch wieder gut aus. Denn wenn das dann langsam angefangen wird einzupreisen, das heißt, wenn wir merken, die Zinsen steigen nicht mehr weiter, dann wissen wir, dass das ein positives Momentum für die Aktien. Aktuell sieht man, dass nicht so viel passiert ist. Das heißt, wir haben so ein Hoch und Runter. Wir haben ein bisschen Konflikte gehabt. Die USA hat ein paar
ja, unbekannte Flugobjekte geschossen. Und ja, man hat so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen Europa und China und USA und China gemerkt. Und das sieht man auch, wenn man auf die Kurse guckt. Auch da gab es ja einen sehr positiven Jahresstart in Asien. Hang Seng, der ja fulminant quasi seit Ende des letzten Jahres durchgestartet ist. Und jetzt auch da wartet man wieder auf neue News, auf gute News. Die warten aktuell noch so ein bisschen auf sich. Das heißt, man ist weiter in diesem Öffnungstrend. Viele glauben auch nochmal, dass es noch weiter in Richtung Öffnung gibt. Es gibt ja immer mehr Tourismus, der in die Länder gelassen wird. Das heißt, man hofft hier auch einfach immer mehr darauf, dass es wieder mehr zur Globalisierung kommt und damit auch die Wirtschaft ankurbelt. In China gab es Inflationsdaten, die ein bisschen höher waren als erwartet, aber auf noch ganz anderen Niveaus. Da pendeln wir uns noch so bei 2% ein. Und das ist einfach ein Momentum, ja, wo viele an die Öffnung glauben. Wenn wir auf den Nikkei blicken und insbesondere in die Woche blicken, dann hatten wir zum Beispiel ja, Quartalszahlen von der Softbank, wer es mitbekommen hat, 6 Milliarden Wow. wieder im letzten Quartal verloren. Und das beeinflusst teilweise tatsächlich ja sogar die Kurse im Nikkei. Und wir haben das Anleihenkaufprogramm, das immer noch ja, von der Bank of Japan ausgefeuert wird und mittlerweile 7,3 Trillionen an Volumen hat. Das heißt, da guckt man einfach momentan sehr stark drauf und ja auch sehr stark darauf, wie sich weiter Konjunktur und Inflation entwickeln. So viel aber zu den makroökonomischen Werten. Wir wechseln einmal rüber in unsere News der Woche, wenn wir uns mal angucken. Es war einiges los. Wir haben mal wieder die Highlights hier mit rausgenommen. Und wir beginnen mit ja, einem Lokalhelden, einem Lokalunternehmen, kann man so sagen. Hapag-Lloyd, die haben angekündigt, eine Dividende in Höhe von $63 pro Aktie zu Verrückt, ne? zahlen. Damit ja, hat sich der eine oder andere Großaktionär, in dem Falle der Herr Kühne, ja einmal 3 Milliarden selber ausgeschüttet. Und ja, das tatsächlich ein bisschen unerwartet, weil man hat ja dieses total eine Hoch in Zeiten der Pandemie, aber auch jetzt nach eigentlich eher normalisierenden Frachtpreisen hat man trotzdem extrem hohe Gewinne erzielen können. Die Aktie hat es gefreut, 21% gemacht und das war so, glaube Direkt vor ich, der Haustür hier, ein ne? Paukenschlag. Genau, ja, ein Paukenschlag, absolut. Bayer ist ja auch ein Traditionsunternehmen, wer es da mitbekommen hat. Es gab es immer wieder Druck von außen, wir brauchen einen neuen CEO, wir brauchen mal was Neues von außen. Da gab es ja seit der Übernahme von Monsanto eigentlich die eine oder andere Krise. Und so richtig ist man aus dem Tal nie rausgekommen und jetzt versucht man es ja mit einem CEO von außen und hofft, dass das den Wandel bringt. Es gibt immer noch ein bisschen Uneinigkeit, Die wollen aber Zerschlagung, ne? Zerschlagung genau, in den Zerschlagung einzelnen, ist ein genau. Thema, doch zusammenbleiben, wieder abspalten. Da gibt es viele Themen und grundsätzlich hat man aber hier ein positives Momentum. BP hatten wir, auch die Ölkonzerne, bei denen läuft es weiter gut. Total hat ja uns insbesondere ja, sehr positive Ergebnisse geliefert. Auch BP sieht da sehr positiv nach vorne. Wir hatten auch wieder zum Ende der Woche steigende ja, Preise im Bereich Öl und grundsätzlich muss man sagen, schöpfen die einfach weiter gut ab und wir sehen immer noch Kurssprünge. Ziemlich erstaunlich. Mal was Negatives, Adidas, da hat es auch der eine oder andere mitbekommen. Wir haben ja auch hier schon mal angesprochen, da gab es diese Kooperation, die aufgelöst wurde. Und diese Yeezys, die verkauft wurden, die eigentlich schon eine signifikante Marke von Adidas waren, das ja, läuft jetzt in so einen Trend, dass man das Ganze ja wieder abspaltet, weil es diese ein oder anderen Aussagen da gab von Kanye West. Und ja, grundsätzlich merkt man das aktuell auch gerade in den Zahlen. Und deswegen gab es hier minus 13%. Und ein weiteres Steckenpferd, das nicht ganz so gut gelaufen ist, das haben wir natürlich noch mitgebracht. Credit Suisse, auch da habt ihr das schon mitbekommen. Wir hatten es ja ein oder andere Mal schon im Market Roundup. Auch da rechnet man noch mit großen Verlusten und deswegen minus 13% die Aktie. Ihr seht also, in den einzelnen Titeln gibt es dann doch immer wieder einiges an Bewegung. Aber ich hätte einen Tipp für die Firmen. Die sollten jetzt mal auf KI setzen, weil ich glaube, alles, was KI zu tun hat, Zulieferung und sie benutzen KI, ist gerade aktuell in einem Börsenboom. Da darfst du, Fieber. genau, nur keine Genau, falsche also brauchst du Präsentation liefern. Ad-Hoc-News. Pass auf, wir benutzen jetzt für die Credit Suisse vielleicht künstliche Intelligenz um irgendwelche Ausfallverfahren und ich würde sagen, dann steigt der Kurs wieder. Also Danke, momentan ist das das nur kein der. Fehler unterlaufen, dann geht es wieder weiter bergab, so wie bei Google. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, wir haben es ja auch Anfang des Jahres angesprochen, wird das ein Top-Thema sein dieses Jahr und wir werden das definitiv hier auch das eine oder andere Mal noch mit platzieren. Heute Morgen habe ich gehört, es ist das iPhone-Phänomen, dass man also
wie das erste iPhone im Laden war, wo man gemerkt hat, intrinsisch, okay, da passiert was Großes. Und jetzt springen alle auf das kann Zug natürlich auf, ne? jetzt sein. Ich meine, künstliche Intelligenz ist ja schon seit Jahren, aber der Zeitpunkt jetzt, fühlt sich zumindest an. Genau, Es fühlt sich ja. so. Mal gucken, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was das Thema bringt. Ihr wisst, Technologien faszinieren mich ja sowieso und von daher ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir springen weiter in unseren Market Roundup Mitgliederdepot, also in das Depot, was wir uns zusammen hier immer wieder aufbauen. Ihr entscheidet, wir entscheiden und zusammen wählen wir aus. Und ihr wisst ja, letzte Woche haben wir Vonovia dazugekauft, auf einer sehr günstigen Bewertung, zumindest historisch gesehen. Und grundsätzlich sind wir hier auch 6% noch im Plus. Es gibt immer wieder Schwankungen. Ihr seht, was in der letzten Woche passiert ist, was heute teilweise passiert ist. Ihr wisst, ich ziehe den immer aktuell von heute Morgen. Und grundsätzlich sind wir mit Vonovia leicht im Minus. Viele der anderen Titel sind aber deutlich in den Plus gelaufen. Es ist immer noch so BioNTech, die uns ja noch ein Dorn aktuell im Auge sind. Aber mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir hier durch die Titel weg eigentlich bisher eine ziemlich gute Bilanz gezogen und zu einem ziemlich guten Zeitpunkt noch eingekauft. Und damit kommen wir heute zum Titel. Und ich habe es gerade eben ja schon angeguckt. Wir werfen einen Blick in die Musikbranche, in die Streamingbranche und damit auf Spotify. Und ihr kennt, glaube ich, jeder Spotify. Es ist eigentlich kaum, was es an einem vorbeigehen könnte. Und grundsätzlich, was mir tatsächlich immer wieder oder mich immer wieder erstaunt, ist, es ist ein schwedisches Unternehmen. Das heißt, da kommt die ganze Branche eigentlich so ein bisschen hergetrieben, denn Spotify war schon einer der ersten. Es gab immer mal wieder rechts und links noch andere. Es sind aber nicht mehr so viele übergeblieben. Also aus einzelnen Unternehmen, die man hier nutzen kann oder die man investieren kann, wenn man das Thema Musikstreaming spannend findet, bleiben eigentlich nur die großen Konzerne, Apple, Amazon, bei denen man sich quasi mit einkauft, oder man nimmt Google, die das Ganze ja über YouTube Music vertreiben. Sonst haben wir aber noch nur eigentlich als Einzelunternehmen Spotify. Und Spotify ist aber Marktführer und Spotify ist 2006 quasi erstmal ins Lande gelaufen und seither eigentlich auch jemand, wo die anderen hinterherlaufen. Und die haben jetzt vor kurzem Zahlen gebracht und das gucken wir uns gleich nochmal an. Bevor wir aber drauf schauen, ist das mal eine Grafik, die Spotify mitgeliefert hat und eine, die ich sehr, sehr spannend finde, weil sie genau zeigt, wie gut doch die Churnrate ist von Spotify. Churnrate für alle nochmal kurz in Erinnerung gerufen, das sind die, die immer wieder abspringen, monatlich von abonnierten Diensten, also die, die sagen, mir ist es zu teuer, mir bringt es nicht genug Mehrwerte, ich möchte das Ganze nicht mehr haben. Diese Nutzer sind hier in Prozent angegeben, das heißt, umso niedriger, umso besser. Und ganz unten, ja, sehen wir hier auch Spotify, die in der Linie verlaufen. Dann Pandora, wir haben Apple Music, wir haben ganz oben, ja, YouTube und Soundcloud. Also ihr seht, dieses Problem, dass immer mehr Nutzer, ja, eigentlich abspringen, hat Spotify ganz gut in den Griff bekommen. Und das sehen wir auch, wenn wir so einen groben Blick einmal auf die Quartalszahlen werfen, ohne jetzt hier zu tief eingehen wollen. Aber Spotify hat dieses Ziel, eigentlich ungefähr 20% zu wachsen, sowohl was Nutzer als auch was Umsatz angeht. Und das sehen wir hier ganz gut in den Zahlen. Diese 20% werden eigentlich seit langer Zeit gut erreicht. Und das werden wir gleich auch sehen, wenn wir einen Blick auf den Snapshot werfen. Was das größere Problem ist, und das sieht man hier auch sehr schön auf einen Blick, das ist dieser Part hier unten. Und da sehen wir, wir kennen das eigentlich von Tech-Unternehmen, die haben, Carlos, du weißt, 50, 60, 70% Margen teilweise, teilweise sogar noch mehr. Und da ist Spotify natürlich als Tech-Konzern mit 25% Marge, ja, ein ganzes Stück weit abgeschlagen. Und das ist auch der Grund, warum die Bewertungen hier teilweise wirklich nicht so hoch sind. Zusätzlich haben wir noch eine negative operative Marge, die wir hier unten drunter sehen. Und das einzig Positive eigentlich, wenn man zumindest auf den Blick hier wirft, ist das Wachstum und dass man eigentlich Cash generiert. Wir haben zwar immer mal wieder einen negativen Cashflow, aber bereinigt fließt operativ Geld ins Unternehmen. Und das wird ziemlich deutlich, wenn wir einen Blick auf unseren Snapshot werfen. Da sehen wir es, 7000 Mitarbeiter, 2006 gegründet, 24 Milliarden mittlerweile nur noch wert. Und der Umsatz beträgt sich aber auf Jahr, aufs Jahr gesehen auch wirklich 11,73 Milliarden Dollar, was wirklich eine ganze Menge ist. Davon, ja, leider minus 4% Profitmarge in Summe. Man nähert sich aber dem immer wieder an. Also man hat wirklich Schwankungen. Ab und zu ist man mal auch positiv, was die Ergebnisse betrifft. Ab und zu ist man negativ. Was sehr signifikant ist, ist dieser operative Cashflow. Also das laufende Geschäft generiert Geld bei Spotify. Und das ist immer schon ein guter erster Schritt, um irgendwann mal zu einer Profitabilität zu kommen.
Wir sehen es auch hier in den Entwicklungszahlen. Wir haben diese 21% Umsatzwachstum. Das heißt, wir haben sehr positives Momentum, was den Umsatz angeht. Und wenn ich mal weitergehe, dann sehen wir, dass auch in den letzten 3 Jahren hat man das eigentlich auch so durchgehalten. Das heißt, man hat es immer wieder geschafft, 20% zu wachsen und damit auch einfach den Markt ja weiter zu besetzen. Und wir sehen es. Es gibt jetzt ja gerade wieder so eine Kurve nach oben. Im Jahr haben wir wirklich einen sehr positiven Schwung gehabt, weil die Zahlen auch ganz gut angekommen sind. Die große Frage ist aber, wie geht es halt weiter mit Spotify? Denn man muss sagen, man hat so zwei Steckenpferde. Man hat ja diesen kostenfreien Dienst. Dieser kostenfreie Dienst wird über Werbung gespeist. Das heißt, wenn man Musik hört, dann kommt immer mal wieder Werbung. Dieser Dienst bringt Spotify aber eigentlich kaum Geld. Das ist wirklich so ein Einstiegsmodell und man hofft darauf, dass irgendwann einen die Musik nervt als Nutzer und man dann so ein Premium-Modell wechselt. Und dieses Premium-Modell ist das, wo der Großteil der Umsätze entsteht und da entstehen halt auch die Margen. Das heißt, man hat irgendwie eine 5% Grossmarge auf diesem ja, Werbemodell und eine 25, ach, oder beziehungsweise 28%ige Grossmarge auf diesem Premium-Modell. Und Ich das glaube, heißt, da, man plant ja auch in den Podcast-Markt noch tiefer reinzugehen. Und ich könnte mir schon genau. vorstellen, dass da irgendwann auch, wenn du einen bestimmten Podcast hörst, nochmal zahlen wirst. Jetzt ist das ja alles for free, um in den Markt, glaube ich, reinzukommen. Aber das könnte auch ein Bereich sein. Ich habe auch Spotify Premium und höre die Ich Podcasts auch. auch über den Bereich. Es ist Ja. genau der Punkt. Denn die große Frage ist, wie schafft es Spotify irgendwann mal sehr profitabel zu werden? Weil man muss sagen, klassische Tech-Konzerne werden so profitabel, dass sie sagen, wir generieren eine Software und diese Software können wir aber an Millionen Leute gleichzeitig verkaufen und das kostet uns aber eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir können sehr gut skalieren. Spotify hat das Problem, die sind variabel abhängig. Das heißt, umso mehr Nutzer das Ganze hören, umso mehr Kosten haben sie auch in Richtung Künstler. Das heißt, man hat einen kaum Mehrwert dadurch, dass man viel, viel mehr Nutzer hat. Insbesondere auf diesem Werbemodell gestrickt. Und da ist ja wirklich jetzt der Weg, okay, wie schafft man es, irgendwo anders hinzukommen, wo man mehr Alleinstellungsmerkmal hat, wo man eigene Sachen produzieren kann. Und da wählt man so gerade ein bisschen den Netflix-Weg. Das heißt, man hat eigens produzierte Podcasts, man hat Unternehmen aufgekauft, die Podcasts produzieren, die Podcasts vertreiben können. Man ist wirklich sehr stark auf diesem Fokus Podcast, insbesondere weil es halt auch ein starker Wachstumsmarkt ist. Und da ist man auch deutlich gewachsen in letzter Zeit. Und das ist auch der Weg für die Zukunft. Das heißt, man versucht wirklich darüber, deutlich höhere Margen zu erzielen und somit auch zu einer deutlicheren Profitabilität zu kommen. Und die braucht man auch, denn wir sehen es hier, wir haben gerade so diese Margen gekratzt und bei immer steigenden Kosten muss man irgendwann die Preise erhöhen und dann hat man halt die große Konkurrenz von Apple, von Google, von Amazon, die doch eine hohe Marktmacht haben und da braucht man sein Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt ist so der große Blick in Richtung Zukunft für alle, die das Investment vielleicht spannend finden. Ja, ist dieser Podcast-Hype da intensiv? Wird der gut ausgelebt, setzt Spotify das gut um und wird das von den Nutzern angenommen. Aktuell scheint es zumindest sehr gut. Man erweitert auch in Richtung Hörbücher. Das heißt, man hat noch ein paar andere Märkte im Blick, aber das ist das, was Spotify aktuell als Weg versucht. Und wer es spannend findet, vielleicht für die Zukunft, sollte zumindest mal einen Blick drauf werfen, denn wir sind aktuell immer noch in einer ziemlich günstigen Bewertung und aktuell auch noch ziemlich gut finanziell aufgestellt. Wir haben es gesehen, 2,2-Verschuldungsgrad. Wir haben noch Cash, das ins Unternehmen fließt. Das heißt, aktuell gibt es wirklich noch die Chance, diesen Markt zu erobern. Und ihr kennt das Spiel für alle, die schon öfter dabei waren. Es gibt unsere Umfrage. Das heißt, ihr könnt jetzt oben in der Ecke einmal sagen, kaufen wir Spotify, kaufen wir Spotify nicht. Carlos, du hast wie immer die erste Wahl und da könnt ihr eigentlich entscheiden, nehmen wir das mit ins Depot auf oder nehmen wir es nicht mit ins Depot auf? Ich lasse die Umfrage noch bis zum Ende des Market Roundups weiterlaufen, denn wir haben ja noch ein paar andere Themen, die wir uns angucken müssen. Und zwar werfen wir einen Blick auf die kommende Quartalswoche, kann man so sagen. Und ihr seht, die ist wieder vollgestückt. Und Carlos hat schon angesprochen, wir haben also eine sehr spannende Woche vor uns. Coca-Cola, Airbnb, Marriott, also eigentlich alles Unternehmen, die wir hier auch schon mal besprochen haben und die vielleicht der eine oder andere auch im Blick hat. Wir haben Mittwoch auch eine sehr starke Tech-Woche. Wir haben Shopify, wir haben Twilio, die auch Quartalszahlen liefern. Wir haben Kraft Heinz, also auch mal wieder ein Großkonzern. Datadog, HubSpot, also sehr viel Tech, sehr viel datengetrieben, CRM-Systeme und zum Ende der Woche dann auch nochmal John Deere als Klassiker. Ich glaube, vor genau einem Jahr haben wir ja auch John Deere genau vor dieser Woche besprochen. Und ich glaube, es wird eine sehr, sehr spannende Woche und ich bin sehr gespannt, was wir nächste Woche dazu erzählen können, was so in den Quartalszahlen passiert ist. Abseits von den Quartalszahlen haben wir aber auch noch ein paar weitere Termine. Das heißt, wir haben
Ja, ihr wisst es, heute noch Daten aus den USA, es geht los. Wir haben Inflationsdaten, wir haben Arbeitslosenquoten, wir haben Daten zur Industrieproduktion. Am Donnerstag haben wir auch nochmal Erzeugerpreisdaten und wir haben auch nochmal wieder die Baubeginne. Insbesondere für die vielleicht wichtig, die sich Vonovia auch mal angeguckt haben hier in Deutschland und was in den USA vielleicht spannend finden. Das ist so eine Zahl, die da auch immer mal wieder im Fokus steht. Wie geht es bei uns die Woche weiter? Ihr kennt das Spiel, wir haben Investmentwerkstatt allerdings erst wieder nächste Woche. Da werden wir uns das Thema Anleihen angucken. Das ist ja momentan wieder heiß im Rennen und wir haben es die Woche wieder gesehen. Die Renditen sind da nochmal weiter gestiegen und wir zeigen euch da mal einen Weg, wie man das gut in so ein Aktiendepot auch integrieren kann und Stück für Stück vielleicht als Wandelpunkt nutzen kann, um so eine Zusatzrendite zu erzielen. Für alle, die noch weitermachen wollen, wir haben ja den nächsten Teil. Aktienbasiskurs, Vertiefung, Investmentstrategien. Wir gucken da mal in unser Investmentmodell. Das geht am Donnerstag los und ja, da geht es einfach nochmal einen Schritt weiter. Ich gucke mal auf die Umfrage und guck mal, ob ihr schon fleißig abgestimmt Ja, habt. bitte Für nicht oben bitte wieder. Es alle sind oben wieder so einmal wieder weiter abstimmen, weil wir sind wenig im sehr knappen Teilnehmer. Rennen und müssen da uns mal jetzt gucken, wo wird es hin? So, es ist immer der Wechsel gerade von kaufen zu nicht kaufen, Carlos. Ich Ja, glaube, so uneinig waren wir uns selten. dieser Wert ist so lala, würde ich eben sagen. Bin gespannt. Das ist wie bei der Wahl in Berlin. Während die Abstimmung noch läuft, falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne noch Fragen stellen. Ansonsten lasse ich die noch mal weiterlaufen. Aber es sieht so aus, als würden wir sie nicht dazu kaufen, Carlos. Sieht so Knappes aus, Rennen, ne? knappes Rennen. Ja. No, wenn sich hier jetzt nichts weiter tut, dann würde ich sagen, die Aktie kaufen wir nicht. Und an den Rest, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Falls ihr Vielen wieder Dank, Fragen Dustin. Vielen habt, Dank, Dustin. immer noch stellen oder im Aktienkurs oder im Genau. Und vielleicht Aktienclub-Bereich. Highlight noch gestern im Hamburger Abendblatt. Genau. Ihr macht eine gemeinsame Aktion. Das heißt, ihr, die Aktienabteilung Genau, mit mit dem dem Hamburger Hamburger Abendblatt. renommierten Hamburger Abendblatt, das muss man schon sagen, Traditionsplatz hier in Hamburg, eine Webinarreihe über Aktien, wie mein Genau, Aktiendepot also wer aufbaut. sich da vielleicht mal noch das Hamburger Abendblatt von gestern schnappen möchte, da seht ihr uns und da könnt ihr uns finden und da gibt es ein kleines Special für alle, die sich über das Hamburger Abendblatt bei uns in der Kooperation mitbeteiligen. Ich sage vielen Dank und ja, wir hören uns wieder am Donnerstag oder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao.